Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Ori and the Blind Forest. Ja, ganz neues Spiel, erschienen auf Steam, hat schon damals, glaube ich, auf der PAX 2014 im Vorfeld richtig die Lorbeeren abgestaubt, also es scheint wohl wirklich, wirklich was dahinter zu sein. Es ist ein Metroidvania-Spiel, wenn man es so nennen kann, vom Genre her, ist ein bisschen schwierig zu bestimmen, da ich selber noch nicht gespielt habe. Aber zum Beispiel der Gnomenlied, der schwärmt da die ganze Zeit von, ist ein richtig gutes Spiel, meint er. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Ja, ob das hier jetzt zum Let's Play wird, zum Mini-Projekt oder zum Stream-Projekt, liegt ganz alleine an euch. Ihr könnt ein bisschen mitbestimmen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. Also, sobald ihr euch einen Einblick verschafft habt, so wie ich. Und dann sehen wir mal weiter, Leute. Ich starte ein neues Spiel und halt mal die Klappe, weil es kommt wahrscheinlich ein Intro. Okay, ich bin dieser dickliche Eulenmann. Schwalbennest. Ja, Leute, es sieht wunderschön aus. Ich kann es nicht anders sagen. Es sieht einfach nur grafisch wunderschön aus. Herrlich. Kann ich auch springen? Oh ja, ich kann ein bisschen springen. Aber ich weiß noch, oder ich weiß nur, dass wir nicht dieses Wesen hier spielen, sondern vielleicht was anderes. Oh, guck mal. Oh, ist es nicht süß. Oh Leute, ist das putzig. Ist das putzig? Oh, guck mal. Hui. Was kann ich denn alles? Okay, noch gar nichts, außer springen und laufen. Oh, ist das schön. Guck mal. Es sieht so wunderbar aus, dieses Spiel bisher. Ach, du Heiliger. Oh, hallo. Nom. Ach, guck mal, jetzt kann ich sie wieder steuern. Es ist wohl eine Sie, habe ich verstanden, ja? Hey. Hey. Kann aber nicht sehr hoch springen, die Gute. Oh Leute, ist das fantastisch. Es sieht einfach nur aus wie so ein Märchen. Ganz viele Orangen oder Äpfel. Oh Leute, ist das putzig. Es ist einfach nur liebenswert, dieses Spiel bisher. Von der Optik, meine ich. Was noch kommt, werden wir ja sehen. Also das hier werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Ui. Oh. Nicht so schlimm. Hihi. Oh. Es ist so putzig. Thank you.
Oh. Was geht's denn? Ori wird gerufen oder was? Vom Wald? Von diesem Baum? Oh. Alles zerstört. Hoffentlich geht's sehr gut. Oh, guck mal, die ganze Vergangenheit. Das ist so schön. Es sieht echt hübsch aus. Wirklich, wirklich hübsch. Was ist das? Ah, irgendwas Ekeliges. Ein Krabbler. Hui. Hui. Oh, alles leer. Alles tot. Sie lebt noch. Ein Glück. Oder? Oh Gott, ist das traurig, das arme Tierchen. Och, armes Ding. Ganz geknickt. Och Gottchen, guck mal. Ganz schwach. Wir hatten nur noch zu essen. Warum hast du nichts mitgenommen? Wow, die ganzen Dornen. Oh, guck mal, wie das guckt. Oh Gottchen.
Spiritus Vaticosta. Die Reise beginnt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Oh, was ist das da unten? Ist das unsere Lebensenergie? Spiel gespeichert. Oh, jetzt sind wir aber ganz schön flink wieder. Guck mal, hui. Hui. Wow. Da komme ich ja gar nicht rüber. Oh, was haben wir da? So viele Geheimnisse. Du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem Kreis hinzugefügt. Finde weitere Geistlichtgefäße, um schnell Fähigkeitspunkte zu sammeln. Oder Fähigkeitenpunkte. Ah. Okay. Das will ich aber noch nicht. Ich will da hoch. Kann ich gar nicht. Oh, guck mal, wie es abgeht, das Kleine. Hui. Lass mich raten. Da sollte ich nicht rein. Ich hab's mir gedacht. Ich habe 3 Lebenspunkte gerade mal. Hui. Es ist so gut. Was ist das hier? Es gibt mir Leben zurück. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Das machen wir. Diese roten Dornen. Oh, was ist das? Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Ah, okay. Spiel gespeichert. Das kann ich jetzt immer, wenn ich so eine Energiezelle habe. Interessant. Hilfe! Du hast etwas Geisterlicht gefunden. Wenn du deinen Kreis füllst, erhältst du einen Fähigkeitenpunkt. Cool. Ah, noch nicht ganz. Also muss ich wohl noch was machen, um einen Punkt zu kriegen. Ich sehe es schon. Bling. Oh yeah. Die Seelenverbindung ist bereit. Du hast einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenverbindung und tippe in ihrer Nähe B an, um den bla. Alles klar. Guck mal, jetzt können wir hier wiedererwecken. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abkühlzeit. Die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen oder ermöglicht es dir, 3 Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Ich glaube, die Flammen hören sich ganz gut an, oder? Oh, Entscheidungen über Entscheidungen. Wie kann ich denn das machen? Ich kann noch keine Flammen abschießen. Okay. Oh, es ist aber so knuffig süß, dieses Spiel. Aha. Und ich glaube, da steckt noch mehr hinter, als man jetzt denken könnte. Es wird wahrscheinlich noch sehr vielschichtig. Oh, es ist so wunderschön. Okay, die Geisterflamme. Oh ja. Gut, dass ich die benutzt habe. Haha, dass ich die geskillt habe, meine ich. Bam, bam, bam. Haha. Oh, das ist so gut. Bam, bam, bam. Gib mir das. Voll gut. Oh, cool. Die Waldsenke und der Hohlhain. Okay. Zwischen Spieler und Ziel wechseln. Finde den Geisterbaum. Wie mache ich denn das jetzt nochmal auf? Ah, Statistiken 2% habe ich. Fähigkeiten gesperrt. Was ist das? Geisterflamme. Die anderen sind alle noch gesperrt. Na gut. Ah, okay. Da muss ich hin.
Leute, das ist richtig geil. Also so ein Metroidvania eben, ne? Also ich kann wirklich... Okay. Drücke, ist, das müsste Select sein. Na gut. Was kann ich denn hier machen? Ah! Yes, da sind Dinger drin. Wie cool, wodurch ich das jetzt rausgefunden habe direkt. Sonst hätte ich wahrscheinlich einiges verpasst. Da geht's nicht weiter. Das ist so cool. Njau. Haha. Ich finde das super. Da gibt's direkt was dazu. Kann ich hier tauchen eigentlich? Oh Gott. Oh Gott. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, dass du nicht schwimmen kannst, Ori. Nein. Och nö. Schade. Autsch. Autsch. Achso, dann komme ich da hinten wieder raus. Na gut, das ist ja eigentlich recht fair gemacht. Das ist fair. Na, ich dachte, ich kann es auf jeden Fall noch aufsammeln, was da lag. Bling, bling, bling. Wenn ich den nächsten Punkt habe, werde ich auf jeden Fall aufskillen, dass ich die ansauge, die Teile. Ah, das ist so cool, dieses Kampfsystem auch, ne? Ist nett. Ist richtig nett. So, Spiel gespeichert. Ja, jetzt diesmal kriege ich das. Ja, Vorsicht. Bling, bling, bling. Wop, wop. Ja, die Geisterflammen auf 3 zu skillen, das hat sich schon gelohnt. Seht ihr mal. Bums. Ach so. Au. Wow. Du hast deinen Fähigkeitenpunkt erlangt. Sehr gut. Oh, was ist das? Oh, Leute, ist das schön. Aha. Nee, warte. Kann ich da nicht hochklettern? Eben hat er es gemacht. Oder sie. Weißt du gar nicht, was ist Ori? Er oder sie? Ah ja, da kann ich auch gleich Fähigkeiten skillen. Die meisten Sammlerkriegte werden angesaugt. Geisterflamme, Radius der Flamme, der Stichflamme. Aha, was haben wir da? Erhöht den Schaden der Geisterflamme noch mehr und ermöglicht es, 4 Ziele auf einmal zu treffen. Krass. Okay, ich glaube, damit beschäftigen wir uns jetzt noch nicht. Das wird dann nämlich zu lange Zeit in Anspruch nehmen. Und? Bau. Yay. Cool. Guck mal, jetzt werden die gleich angesaugt. Das ist voll praktisch. Was haben wir hier noch? Da ist doch noch was. Ah, ne. Da oben ist ein Teil von irgendwas. Hä? Wie komme ich da jetzt rauf? Ach, hier. Seht ihr mal. Oh, da konnte ich vorhin nicht durch. Ach, deswegen. Eieiei, wie fies. Oh, ne, das schaffe ich nicht. Da oben ist noch was. Wahrscheinlich bekomme ich später noch mehr Fähigkeiten, um weiterzukommen. Ist ja ein Metroidvania, wie gesagt. Bam. Au. Fies. Fieses Teil. Was? Ah, okay. Achso. Ich habe den Right Bumper gedrückt. Ja, das ist noch so eine Krankheit bei mir. Ich muss das erstmal ein bisschen auf die Reihe kriegen. Yay, was ist das? Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine nötig ist. Oh Leute, das hier ist so ein Spiel... Da habe ich richtig Bock, 100% zu spielen, ne? So richtig aber. Ja, achso. Eben habe ich richtig gedrückt. Übrigens, hat nur ein bisschen gedauert. Okay, erstmal hier drüber. Hole ich mir gleich. Ach, da oben ist noch ein Stein. Leute, mir gefällt das so gut. Es ist so ruhig, aber gleichzeitig auch wunderschön. Also es ist sehr märchenhaft alles. Und die Musik, die da spielt, diese Flöte im Hintergrund, es ist einfach nur wunderschön. Oh yeah. Ein Energiesplitter. Energiesplitter stellen die Energie von Oris Energiezellen wieder her. Okay, alles klar. Yay, und der zweite Stein. Woo. Ah, dafür brauche ich 2. Okay. Die 2, die ich gefunden habe. Wow. Es ist so nett. Es ist einfach nur nett, dieses Spiel. Au, schon wieder getroffen worden. Holhain oder Geisterhöhle? Wo muss ich hin? Finde den Geisterbaum. Ach so, das ist jetzt immer prozentual. Das heißt, ich kann hier noch weitermachen. Autsch.
Och nee, hier muss ich wieder. Bau. Fiese Viecher, du. Fiese Viecher. Naja. Aber Leute, ich würde auch sagen, es reicht dann für die Präse. Ich wollte sie nochmal kurz vorstellen. Oh, warte mal, geht's da noch rein? Nee. Wollte sie nochmal kurz vorstellen und euch so einen Eindruck vermitteln. Auch mir, muss ich dazu sagen. Ich kannte das ja auch nicht vorher. Bam, bam. Au, die treffen mich immer, die Mistviecher. Gemeinheit. Wie kann ich denen dann ausweichen, sag mal? Ich kann mich ja schlecht ducken oder so. Huch, ach, den habe ich noch gar nicht. Ja, ja, das hatte ich noch gar nicht geöffnet. Ach, wegen dem Speicherstand. Okay. Nee, gut, wie gesagt, wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich noch weitermache. Ich hole mir noch den Stein und dann werde ich hier abspeichern oder so. Auf jeden Fall hoffe ich, euch gefällt's. Ich find's fantastisch. Freue mich schon sehr auf eure Resonanz. Ob es euch zusagt oder nicht, das könnt ihr mir ja schreiben. Auf jeden Fall lasst mir doch gerne ein paar Likes da. Das zeigt mir, ob es euch gefällt. Und dementsprechend, je mehr, desto besser. Außerdem ein bisschen was fürs Ego, ihr wisst schon. Na gut, ich speichere hier gleich nochmal. Wir sehen uns dann wieder, wenn ihr möchtet, zu Ori. Als Mini-Projekt, als Let's Play, wenn ich Zeit habe, wenn halt eben wieder ein Platz ist. Oder auch im Livestream, das entscheidet ihr so ein bisschen mit. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ich bin der Bruga und bis zu anderen Projekten oder dem hier wieder. Tschüss.